Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Also warum ich so oft diesen französischen Linksverteidiger sehe in französischen Teams aus der Premier League, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der ist definitiv von den Werten her schlechter als Kurzawa und Tremolias. Aber mir ist aufgefallen, dass Evra ziemlich interessant wäre. 82er Linksverteidiger von Juventus Turin, auch Franzose. Den habe ich aber, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Der war, glaube ich, super teuer. Er ist ja mittlerweile gefallen. Das Geile bei dem ist nämlich, dass er hohe Arbeitsrate in der Defensive hat und ich glaube im Angriff nur Medium. Also er muss halt hinten viel rumarbeiten. Aber ich habe mir leider jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie seine Ausdauer ist, ob die besonders geil ist. Der ist halt nicht so schnell, das heißt, den müsste man, oh, da ist er total preiswert geworden. Den müsste man halt entweder Shadow geben oder Anker. Anker wäre auch nicht schlecht, weil er hat noch keinen so geilen Körper. Aber bei Anker kommt er, glaube ich, nur auf 80 Sprintwert. Was aber wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist, weil er, wie gesagt, viel hinten sein wird. Wir gucken mal, also ob wir ihn mit Shadow oder Anker finden. Ich will ihn auch mit Anker nehmen. Ich glaube sogar, Anker würde besser zu ihm passen. 10.000, 8,4. Ja, er ist halt komplett dumm. Ich kaufe mir den normalen Evra einfach für, weiß ich nicht, was hat er gekostet? 1,3, 1,2. Und dann gebe ich ihm halt Shadow für 4,5 oder so und bin auch viel weniger. Oh mein Gott. Also wäre so blöd, ist den mit Shadow zu kaufen für so viel. 3,5, 3,5, 3,5. Boah, ein Vertrag. Aber ich glaube, Anker ist so teuer, dass sich das sogar lohnt mit 3,5. Ich gucke mal, ich kick mal, was Anker kostet. Na, 4,6. Oh, einmal für ein, 4-1. Ah ne, Moment, Moment. Ich wollte ihn jetzt kaufen, bin ich blöd. Ich wollte gucken, wie viel er einzeln kostet. Und da kaufe ich mir natürlich Evra mit 3,5. Für 3,5 mit Anker schon drauf. Auch wenn nur ein einziger Vertrag noch drauf ist. Ach nee, es gibt ihn zweimal. Ja, gab es ihn auch vorher schon. Ja, ich glaube, der ist dann noch besser als Tremolias. Und warum den da nicht kaufen? Und nehmen, also er wird dann logischerweise auch im Hauptteam gespielt. Ich teste ihn erstmal. Er hat auch einen ziemlich blöden Passwert. Also guten Flankenwert, aber blöden Passwert. Da müssen wir mal schauen, ob wir damit zurechtkommen. Mit einem schlechten Passwert. Ansonsten, in der allergrößten Not könnte man ihn auch mit Catalyst spielen. Also einfach Tempo und Pass verbessern. Würde auch gehen. Bei Brosinski hat es ja echt geholfen, ihm den Passwert zu steigern. Da ist mir bisher nie wieder negativ aufgefallen. Also er hat keinen schlechten Pass mehr gespielt, es sei denn, ich habe ihn selber schlecht ausgeführt und er war halt einfach super schwer. So, Spieler austauschen. Machen wir jetzt aber direkt nochmal im anderen Team rein, dann vergesse ich das auf jeden Fall. Oh, mein Magen knurrt, das ist nicht gut, da kann ich nicht gut spielen, aber ich hätte auch keinen Bock, nochmal eine Pause zu machen. Wenn ich verliere, ist halt auch nicht so ein wichtiges Finale. Ich meine, Finale ist immer geil, aber egal. Wo ist er denn hier? Ich habe so viele verfluchte Informs in meinem Verein, dass ich immer so weit nach hinten drücken muss, bis mal hier irgendwo die Spieler kommen, die ich brauche. Verdammt nochmal. So, aber ich denke schon, dass Evra nochmal eine Verbesserung ist. Und wenn nicht, werden wir das schnell rausfinden. Das ist aber auch keine so krasse Position, dass ich die nicht im Finale testen kann. Und da bin ich bin mir bei dem bei Evra bin ich mir relativ sicher, dass der besser ist als Tremolias, beziehungsweise der beste französische Linksverteidiger. Schade, dass es da noch keine Inform gibt. Es gibt so viele interessante französische Linksverteidiger. Also Tremolias, Evra, Kurzawa, dann dieser Clichy, du heißt der Linksverteidiger aus der Premier League, Clichy. Dann gibt's aber auch noch, wen gibt's denn noch? Noch ein, zwei andere auf jeden Fall. Wenn die eine Inform bekommen würden, wären die wahrscheinlich, warum quitteten der mich immer? Wenn die eine Inform bekommen würden, wären die wahrscheinlich sofort der beste französische Linksverteidiger und würde sie testen. Das hat einfach Probleme. Kennt er mich oder? Ich verstehe es nicht so richtig. Alter, was ist denn los mit dir? Was ist denn? Also, ich weiß es nicht. Es ist, ich glaube nicht, dass er mich kennt. Das wäre so unwahrscheinlich. Wie gesagt, ich spiele jeden. Ich habe noch niemanden gequittet. Es sei denn halt, die Latenz war kacke oder er wollte sich halt kein geiles Trikot aussuchen. Das ist
Der einzige Grund. Oh, RB Leipzig, hallihallo. Und das hier ist eine Belohnung aus dem letzten Pack. Aber wie gesagt, ich habe gerade gesagt, ich quitte niemanden. Also das hier ist das hässliche Trikot vom Monat November. Da ist er also mindestens, ich weiß nicht, also irgendwas ist halt geworden. Okay, reines Deutschland-Team. Auch in vom Werner drin, Bellarabi und Schürrle, schnell, schnell. Schauen wir mal. Ach stimmt, ich hätte ja auch bei Werner mal Finisher probieren können, aber ich glaube, ich wollte bei ihm auch ein bisschen das Dribbling steigern und die Ballkontrolle und die Reaktion. Deswegen. Nee, nee, ich glaube, mir gefällt schon manchmal besser. So, aber konzentrieren, ich will das Finale gewinnen. Komm, ich habe die letzten Spiele echt nicht schlecht gespielt. Ein bisschen aufpassen, hier hat natürlich einen sehr schnellen Sturm. Aber finde ich mal cool, dass er nicht seine Pace noch weiter steigert mit Hawk oder mit. Hunter. Schöner Pass. Ah, schade. Oh! Schade. Oh, hat auch Brosinski gar nicht aufgefallen. Oh, getunnelt. Alter. Nicht aufregen, nicht aufregen. Es war gerade sehr glücklich für den Gegner, wie er das dann gemacht hat. Also, sorry, aber. Deswegen habe ich mich fast aufgeregt, aber ich habe es dann auch gerade so unterbrechen können. Alter. Ich wollte eigentlich alles was sagen, aber ich wusste, da reg ich mich wieder auf. Deswegen habe ich es gelassen. Aber es war eine sehr, sehr glückliche Kombination für ihn. Da hätte ich schon mindestens zweimal den Ball haben können. Vielleicht sogar dreimal. Der Gegner ist auf jeden Fall besser als die letzten Gegner. Ich muss ja ein bisschen klarere Aktion spielen. Krasser Pass. Hatte kurz Angst, aber kein Problem für Loris. Oh, danke. Pass kommt nicht. Ich habe halt auf Passen gedrückt, aber er macht's halt nicht. Schade. Aber endlich mal Abschluss. Und jetzt einfach mal wieder. Wir haben lange nach einer Ecke keinen Tor mehr gemacht. Da ist ja gar niemand. Danke, Evra. Okay, das haben wir wieder Glück. Das ist mindestens gelb. Meiner Meinung nach. Ja. Für Schmelle! Schade, schade, schade.
Lagertor, ich halte den Ball, er kommt wieder glücklich an den Ball ran. Och Mann. Schönes Lagertor, ey. Und es hat er jetzt nicht zum ersten Mal, dass er glücklich irgendwie in meinen Strafraum kommt. Und jetzt wird er halt schön defensiv spielen. Ja, wir hatten auch schon solche glücklichen Situationen, aber sind dann nicht zu solchen Abschlüssen gekommen. Sehr gute Grätsche von ihm. Aber ich sehe auf jeden Fall Chancen zum 1-1. Also der Gegner spielt nicht so gut, dass wir hier chancenlos sind. Oh, das sah so gut aus. Matuidi, schade. Mal auch nicht schlecht rausgespielt, finde ich. Oh, den Pass kann man ruhig mal an den Mann bringen. Aber ich denke, wenn ich so weiterspiele, ist auf jeden Fall hier das 1-1 drin. Das war einfach nur ein Lagertor vom Gegner. Wir hatten die besseren Chancen. Also wir haben uns zumindest die besseren Chancen rausgespielt, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe auch anständig weitergespielt nach dem 1-1. Ich glaube aber, Ecken brauche ich echt nicht mehr kurz ausführen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich dafür den nötigen Dribbelskill habe. Oh, das macht er gut. Haben wir den Ball übrigens schon wieder gehabt. Hau den weg! Aber wie ich gesagt habe, ich spiele jetzt auf Defensiv. Das, naja, ist halt ärgerlich, aber können wir erstmal nichts machen. War so natürlich nicht geplant.
Der auch nicht. Okay, das war eine gut rausgespielte Chance. Aber wir haben noch genügend Zeit für das 1-1. Komm schon. Fast. Oh, wird sogar als Foul gewertet. Nice. Ich glaube, ich gehe mal auf 4-3-2-1. Ist wohl das so defensiv steht, ist es einfach sehr schwer. Wenn man mich einfach abdrängt. Komm, da ist noch alles drin. Und wenn ich in der 90. das schieße, einfach ganz ruhig bleiben. Player, Ribéry. Das war wieder so blöd von mir. Komplett unsinnig. Okay, der tolle Angriff. Schwacher Abschluss. Mittlerweile wird es echt schwer. Ach, dieses scheiß Lackertor vom Gegner. Und wir kriegen einfach keins rein. Geht er natürlich auf Zeit, weil er merkt, dass er hier nicht der Bessere ist. Komm schon, noch mal einen anständigen Angriff, ey. Leer. Oh, Idiot! Wir verlieren es wieder, dieses Scheißfinale, ey. Und es ist wieder so ein Verfluch des Dreckstor, ey. Fuck, Mann! Wir hatten Chancen.
ärgert mich natürlich jetzt trotzdem. Zweimal in diesem verdammten Finale nicht weitergekommen. Fuck! Es war einfach wieder so ein scheiß Dreckstor, ey. Wenn es wenigstens gut rausgespielt war. Wir haben auch letztes Mal, wir hatten auch schon jetzt Spiele in dem Turnier hier, wo ich wirklich verdient rausgeflogen bin. Aber das ist wieder so ein Scheiß. So unverdient. Hier wäre halt wieder ein Unentschieden viel verdienter gewesen. Oh, fuck, Mann. Dieses Kacktor. Hier, abgefälscht, bleibt bei mir hängen. Nur dadurch, das war ja nur die eine Situation. Da gab es ja vorher, bevor das losgegangen ist, also wenn man jetzt mal hier reingeht. So, hier hat er schon irgendwie, bevor er an den Ball gekommen ist, hat er schon irgendwo mal hier den Ball verloren gehabt, das weiß ich noch. Das waren zwei Situationen. Und die nächste Situation war dann halt die hier, wo er halt eigentlich im richtigen oder schon ja im Passweg drin steht, er dann halt trotzdem dort ankommt, wo er ankommen soll. Und ja, meine Innenverteidigung, also ich steuere die Innenverteidigung logischerweise nicht. Meine Innenverteidigung ist aber auch genial, wie man sieht. Der Varane läuft einfach so weit von weg, dass er jetzt hier ohne Probleme einen Laufpass spielen kann. Dass der dann halt auch noch perfekt kommt aus der Drehung, ist halt direkt das nächste Lächerliche. Er macht hier komplett aus der Drehung einen Laufpass, der perfekt kommt. Und dann schafft es natürlich auch Werner hier in dem Moment das Tor zu schießen. Ist jetzt auch keine hundertprozentige Torschance. Also das ist wieder eine Verkettung von glücklichen Umständen des Gegners. Es geht irgendwo hier los, da hat er schon mal einen Ball verloren gehabt, kommt ihm wieder glücklich. Dann geht es hier weiter, in der Situation, wo halt einfach der Ball abgefälscht wird. Dann muss er halt einen total schlecht ausgerichteten Laufpass spielen, drückt halt hier irgendwo schon wild auf Laufpass, dadurch dreht sich der Gegner, macht dann den perfekten Laufpass. Meine beiden Innenverteidiger machen wieder vogelwild gar nichts. Also der hier, weiß ich nicht, was der machen will. Der gehört eigentlich zu dem. Er muss eigentlich zu dem hier rangehen oder er muss halt den Laufweg zustellen und das Varane so weit nach vorn läuft, damit er hier nicht mehr an dem dran ist, weil dann hat halt Werner den Ball dann viel zu viel Platz. Das ist so sinnlose Scheiße. Und deswegen verliere ich dieses verdammte Finale. Fuck, Mann. Der Gegner war dann halt, wie ich es prophezeit habe, so defensiv eingestellt, dass es natürlich dann sehr schwer war, durchzukommen. Und trotzdem wäre ein Unentschieden verdienter gewesen. Hat auch mit Gon Alonso nochmal eine gute Möglichkeit. Oh, ich würde so gerne nochmal spielen, aber es ist schon viel zu spät. Und morgen ist ja frei, also es ist heute schon Freitag und ich will dann ja auch die Weekend League wieder spielen. Es wird aber eh wieder so sein, dass ich wieder am Freitag wahrscheinlich nur ein, zwei Spiele schaffe und dann wieder 100 am Sonntag machen muss, aber mal schauen. Ich stelle jetzt zumindest mal noch die Teams ein. Na, das können wir eigentlich direkt hier machen. Die wir dann spielen werden. Also, ja, Fekir bleibt auf jeden Fall. Ist ein ziemliches Monster bisher. Das heißt, wir können jetzt noch zwei Fremdspieler reinnehmen. Das heißt, eigentlich wollte ich ja als RM Grosicki nehmen, aber da wir jetzt den nicht mehr brauchen und Fekir nehmen, würde ich sagen, Matuidi war echt nicht schlecht, also er hat einen guten Job gemacht, wenn man ihm den richtigen Champions League Style gibt. Könnte interessant sein, ob er jetzt besser ist als Info Verratti, wage ich irgendwie zu bezweifeln, er hat halt auch keinen geilen Schuss oder so. Verratti auch nicht, aber er macht halt die Buden trotzdem und Verratti hat halt noch einen geileren Passwert, einen deutlich geileren Passwert und einen deutlich geileren Dribbelwert. Also ich glaube, Info Verratti ist hier schon angebrachter. Hier hat einfach mal 86 auf Pass und 89 auf Dribbling, das ist halt so krank. Und mit Shadow, ja, er war halt deutlich gefährlich und auch nach hinten hat er einen guten Job gemacht. Also da können wir halt Verratti spielen, das ist schon mal cool. Und dann würde ich sagen, dann bleibt ja nur noch unser Rechtsverteidiger. Conchia ist halt komplett unauffällig. Und da würde ich sagen, nehmen wir wieder Aurier. Bei Aurier gefällt mir nicht so sehr, dass er so verdammt viel nach vorne arbeitet. Er arbeitet halt echt viel zu sehr nach vorne, das ist echt auffällig. Aber naja, da kann man halt nichts machen. So, jetzt gucken wir mal hier. Goretzka spielt. Brusinski spielt. Schmelzer spielt. Kruse schmielt. Vogt. Löwedes. Reus. Kedira spielt nicht. Wer spielt denn dafür? Sokrates nicht. Sokrates könnte man halt nehmen, wenn wir Bellarabi spielen, fällt mir gerade ein. Ist mir Inform Sokrates wichtiger als Embolo? Eigentlich nicht, weil
Hilve, das macht auch einen guten Job und ich glaube, Embolo ist der bessere. Gerade wenn ich ein Engine gebe. Also ich werde einfach Embolo unter Beobachtung stellen. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, komm nicht mehr so richtig klar mit ihm, dann können wir das ja immer noch wechseln. Oder wenn ich merke, Hilfe, das ist scheiße, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wir geben ihm aber auf jeden Fall nochmal Engine, weil ich brauche mehr Tripling bei ihm. Das Schlimme ist, er hatte, glaube ich, schon mal Engine bei mir. Aber egal. So, Bellarabi ist auch falsch. Wer fehlt denn da noch? Wer fehlt denn da noch? Und LeMar werde ich dann wahrscheinlich einfach mal nach der nächsten Weekend League testen, den Second In vom LeMar, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er besser ist mit seinem schwachen Fuß und zwei Sterne nur auf diesen schwachen rechten Fuß. Glaube ich nicht, dass er da besser ist. Und es ist mir jetzt einfach zu blöd, den in der Weekend League zu testen, weil ich weiß, dass Ribéry einfach super geil ist. Und naja, das werden wir dann schon sehen. Das werden wir aber, wie gesagt, erst nach der Weekend League testen. So, wer fehlt denn jetzt noch? Vidal fehlt. Was müsste es eigentlich gewesen sein? Ich weiß nicht so richtig, ob mir Kane als ZOM, als Einwechsler gefällt. Ich glaube, ich werde ihm noch ein, zwei Mal eine Chance geben. Aber im Großen und Ganzen, er macht sich halt nicht so geil, wenn man ihn als LM oder RM spielen muss. Da ist er wahrscheinlich zu langsam. Wir könnten zum Beispiel Bellarabi nehmen. Bellarabi hat sich echt gut angefühlt und das wäre halt ein klassischer LMRM, den kann man auch im 4-3-2-1 geil spielen. Den könnte man zum Beispiel. Den könnte man zum Beispiel Maestro geben, was, also Bellarabi, was Schuss, Dribbling und Pass verbessert, dann wäre er halt auf jeder Position einsetzbar, also auf jeder Offensiven. Ich glaube, Kane passt nicht so richtig zu dem, was ich meistens wechsle, weil ich wechsle keine Stürmer und den ZOM wechsle ich auch fast nie. Ich werde ihm mal noch ein, zwei Spiele eine Chance geben. Aber er hat sich jetzt auch nicht wirklich überragend angefühlt und ich glaube, am Ende ist wirklich sehr, sehr häufig halt die Pace ausschlaggebend. Da hat er nicht so viel, auch mit Engine. Aber ich werde ihm, glaube ich, noch ein, zwei Spiele eine Chance geben. Mein Gefühl sagt mir zwar, dass Bellarabi geiler ist, aber ich will halt unbedingt den Kane spielen, weil er halt einfach meine Belohnung war, ne? Das ist halt das Ding. So, haben wir irgendwann vergessen? Nee. Das passt also. Bundesliga. Ja, Bellarabi, vielleicht wirst du mal Wechselspieler. Mal schauen. Das war falsch. Also Khedira hat echt einen guten Job gemacht, aber offensiv war natürlich nicht so geil wie Goretzka. Wie Vidal. So, das war's, oder? An dem Team? Ja, genau, das passt. Und hier darf nicht mehr mitspielen. Ich gebe es jetzt ein, es dauert mir zu lang, wenn ich ja jedes Mal durchscrolle. Ntep. Ah, Bellarabi lässt mich nicht los gerade. Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt mir halt, dass Bellarabi der bessere ist. Also, dass das mehr Sinn macht. Und ich Kane einfach gerade nur spielen will, weil er halt so geil aussieht. Mein Gefühl sagt mir halt, dass Bellarabi der bessere Wechsler ist. Ja, komm, scheiß drauf jetzt. Es ist echt schade, ich würde ihn echt gerne spielen, aber auch wieder schön Engine drauf verschwendet. Aber vielleicht wird er nochmal irgendwann relevant. Aber gut, wenn ich ihn irgendwann mal spiele, dann wahrscheinlich als ZOM oder als Stürmer. Dann ist Engine natürlich Schrott. Wobei, als ZOM wird es gehen. Als Stürmer aber nicht. Ich nehme aber jetzt Bellarabi, mein Gefühl. Und es macht auch einfach mehr Sinn. Es macht einfach mehr Sinn. Wir müssten halt jetzt Bellarabi, wie gesagt, eigentlich was anderes geben. Wir können ihn aber mal mit Architekt erstmal probieren. Ich glaube, als Einwechsler ist es nicht ganz so wichtig.
Eigentlich, oh, das ist so schwierig, diese Entscheidungen. Eigentlich wäre auch Engine wieder gut, weil ich ja sage, dass vor allem die Pace am Ende sehr entscheidend sein kann. Die war bei Hintep halt super oft entscheidend. Aber ein besserer Abschluss wäre halt auch nicht verkehrt, ne? Bei Bellarabi. Ich glaube, ich schaue mir noch mal in Ruhe seine Werte ein. Das muss ich ja mir jetzt nicht, das muss ich jetzt nicht jetzt entscheiden. Er ist ja auch nur ein Wechsler, also das machen wir noch mal in Ruhe. Aber wir gehen jetzt noch mal ganz schnell in die Liga A, sonst vergesse ich halt Bellarabi da reinzupacken. Sorry, Kane, aber ich hätte ihn auch, also wenn ich ein Premier League Team hätte, hätte ich ihn natürlich auf jeden Fall getestet. Vielleicht hätte ich ihn sogar schon gespielt. Mich gefreut, dass ich ihn jetzt doppelt habe. Aber so, er ist halt definitiv nicht so ein überkrasser Spieler wie Bale, wie Ronaldo, was gibt's noch? Sanchez vielleicht noch und so. Also er ist nicht so ein krasser Spieler wie die, wo ich sage, okay, der ist so krank, den musst du spielen im Hauptteam, da baust du dir ein Team drumherum auf. Deswegen, ja. Ja, es ist einfach nicht so ein kranker Spieler, es ist einfach so. Da kann ich so lange drüber nachdenken, wie ich will. Okay, jetzt müssen wir noch mal in die. Ach, was für ein sinnloses Rumgeeier hier schon wieder. Ich wird eh fast niemand mehr zugucken, ist ja total langweilig, was ich hier mache. Matuidi muss halt noch gehen und das war's dann auch. Dann haben wir es geschafft. Aber ist doch gut zu wissen, dass wir mit Matuidi jetzt immer einen Franzose haben, der noch 12 Spiele kostenlos bei uns spielen kann, ohne Verträge, und der sich gut spielen lässt. Wir haben sogar noch einen anderen Sechser als Leihspieler hier, Coquelin. Der hat auch keine so schlechten Werte, muss ich sagen. 70 Tempo ist gut für einen Sechser, 79 Defense ist okay, 81 Physis ist gut. Den könnte man auch noch verbrauchen. Dann haben wir halt immer noch Aubameyang, aber den werde ich halt erst testen, wenn ich irgendwann die Kohle habe und bereit bin, ihn theoretischerweise auch fest zu verpflichten. Also wenn ich irgendwann sage, okay, ich wäre jetzt theoretischerweise bereit, ihn zu kaufen, will aber lieber vorher wissen, ob er das wert ist, dann würde ich Aubameyang testen. Vorher lohnt sich das einfach nicht und Reus würde ich einfach irgendwann nehmen, falls mein Reus verletzt ist und ich unbedingt einen Reus brauche oder so, keine Ahnung. Und die anderen Spieler brauchen wir halt alle einfach mal überhaupt gar nicht. Der Bruma, den könnte man sogar als Wechselspieler mit verwenden, die 7 Spiele. Er hat halt ganz gute Werte, aber da haben wir jetzt Bellarabi, der ist besser. Und das war's bei den Leihspielern. So, wen jetzt? Verratti. Okay, ich bin gewappnet für die. Na, Moment, wir müssen vielleicht mal noch den 82er gegen den 84. Ach nee, das ist ja ein Wechselspieler gegen den 83er tauschen. Ach nee, haben wir auch noch einen 84er, sehe ich gerade. Ja, wir sind gewappnet für die Weekend League. Ich bin echt gespannt, aber Werner, bin ich frohen Mutes. Der hat eigentlich durch diese Aktion im letzten Spiel gezeigt, wo er zwar nur zwei Abseitstore geschossen hat, aber die waren halt einfach gut, die Tore. Das zweite war halt richtig krank. Da hat er gezeigt, dass er einfach nur durch seine Pace in Bedrängnis trotzdem so einen guten Abschluss hat. Er hat schon mal in Bedrängnis ein super geiles Tor gemacht. Und ich bin eigentlich frohen Mutes hier mit dem Team, wenn ich gut spiele. Ich muss auf jeden Fall zusehen, dass ich meine Abwehrfehler, dass ich meine Offensivfehler da bisschen in den Griff bekommen. Und was mir aufgefallen ist, in den letzten Spielen habe ich es nicht mehr so geschafft, so fokussiert zu spielen, sobald ich in Rückstand geraten bin und war zu, wie sagt man, ich wollte es erzwingen. Das war einfach nicht gut gespielt teilweise von mir. Da muss ich gucken, dass ich halt in Rückstand komplett ruhig bleibe. Aber ich glaube halt generell, dass ich es schon im Durchschnitt mehr schaffe, in der Weekend League fokussiert zu sein als sonst, weil ich weiß, dass es da um mehr geht oder mir das einfach wichtiger ist, die Weekend League. Und ja, ich rede jetzt auch nicht mehr, aber ich mache jetzt auch keinen Kopf mehr über Elite 3 oder so einen Scheiß, weil ich weiß, okay, 18 Siege sind super schwer von 25. Mir geht nur noch darum, Gold 3, also mindestens Goldrang erreichen, das am besten so oft im Monat, also viermal im Monat, dass ich halt auch den Goldrang am Ende habe, weil man hat's gesehen, ich habe 3 Infos bekommen und einer davon hat sich schon gelohnt, mit Inform Sokrates. Das sind immerhin momentan mindestens 60.000 Coins, was ja echt viel ist. Und da steigt auf Garantie auch noch, also, ja. Mal gucken, meine ich ihn verkauft. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.